Junge, 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 das war die längste Pause aller Zeiten. Du bemalst jetzt einen Tag lang schon diese Nuss. Wann geht endlich die verfluchte Geschichte weiter? Naja, wenn die Farbe trocken ist, das dauert noch so 3 Tage vielleicht Ja, wenn du immer insgesamt. wieder neu drauf tupfst, dann wird die nie trocken. Ja, aber das zieht direkt rein. Ja, und Wegen dem warum ist die Nuss denn so Kokospelz. haarig? Ja, Kokospelz saugt Farbe auf, das weiß jeder. Ich habe eine Klabauterschwellung da unten. Der alte Klabauter. Jetzt haben wir natürlich Gegenwind. So, ah, ihr wollt eine Quest machen, das hatte ich jetzt falsch verstanden. Ihr wollt schnell da drüben hin? Okay. Wir haben halt nie Schlachtwind. Noch nie. Also jetzt gerade ist keiner da, ne? Jetzt gerade haben wir irgendwie Ruhe auf hoher See hier halbwegs. Ja, auch so, die Leute sind irgendwie gar nicht mehr so kriegsgeil. Was ist passiert? Früher, da hat man irgendjemanden in der Ferne gesehen und sofort ging's los. Oder auch die ganzen Außenpostenduelle, ne? Ja. Ja gut, ist jetzt die falsche Uhrzeit. Ich denke, wenn wir abends spielen, wird's krasser. Du meinst so, wenn die ganzen Kids da sind auch, ne? Ja. Kriegsgeile Kids. Oder wir haben doch auch mal diesen Duellmodus gespielt, kannst du dich noch erinnern? Ja. Der war eigentlich. Oh, da hinten ist ein fettes Schiff. Uff. Die kommen direkt auf uns zu. Von wo? Rechts. Rechts? Jetzt verschwinden sie hinterm Fels, aber die kommen direkt auf uns zu. Richtig fettes Schiff. Naja gut, wir haben nichts zu verlieren, ne? Wir können die zerbomben. Nein, aber wir haben nichts zu verlieren. Klar, wir haben schon uns mit den Großen duelliert und haben mitgehalten. Glaubt mir, so zwei Aber Schaluppenhengste. die haben viel gelernt. Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren Meinst du? auf hoher See. Ah, I see you have a spot for pets. Makes me think I should have brought Scram along. Okay, ist der weit weg? Die alte Dovey Jones. Das Ja, kann man da immer kommt ja nicht schwer mehr wirklich abschätzen, viel. ne? Nee, wir kommen jetzt in so eine Area, wo eigentlich nichts mehr los ist. Wo ist dieses große Schiff hin? War hinter dem. Ja, die fahren weg. Oder? Auch so zerfledderte Segel. Ja, ich weiß nicht. Denkst du, es ist ein Geisterschiff? Nee. Es würde ja leuchten. Es würde bunt leuchten. Nee, die kommen auf uns zu, oder? Für mich sieht es aus, als wenn die wegfahren. Für mich sieht es aus, als wenn die auf uns zukommen. Oder fahren sie doch weg? Nee, Ich man weiß sieht doch es die nicht. Segel, siehst du an den Segeln. Die sind gar nicht in unsere Richtung aufgestellt, die Segel. Oder? Das ist schwer Es zu ist schwer zu erkennen. sagen, es ist echt schwer zu sagen. Ja, mit so einer kleinen Crew, ja, dann senkt das die Eutergefahr, da hat er recht. Aber die Eutergefahr, die steigt. Die Eutergefahr steigt. Wenn du dann nicht deine Eutercreme regelmäßig aufträgst. Wir haben halt wirklich nichts an Wind. Nee. Naja, wenn du jetzt ein bisschen rechts gehst, hätten wir leicht Wind, oder? Ne, wenn, dann müsste ich weiter nach links, aber der ist ja rechts. Ja, stimmt. Da hinten sind sie. Nein, wir sehen die immer noch. Die kommen näher. Die kommen doch näher, oder bin ich blöd? Oder gehen die zum Vielleicht Splitterschatz? beides. Vielleicht beides. Wir müssen die doch jetzt irgendwann, wenn die wegsegeln würden, mit so einem großen Schiff, würden wir sie doch irgendwann nicht mehr sehen, oder? Ja, eigentlich wären die schneller weg dann. Aber vielleicht stehen die auch einfach nur irgendwo. Wo sind die denn jetzt? Ja, bei dem Splitterschatz. Jetzt sind sie wieder hinter der Insel. Die wollen sich wahrscheinlich den Schatz holen. Dann hatten sich schon mal ein bisschen auf unsere Gesichtsabreibung vorbereitet. Mr. David Jones. Ich wäre bereit für einen Krieg unter Ein Freibeutern. kleiner Spritzkrieg. Oh, ich habe keine Angst. Wenn die es wollen. Was ist jetzt los? Was ist das?
Irgendwas vibriert hier, oder? Ja, oh, die Augen leuchten vom alten Davy. Ich glaube, wir sind ihm auf so einen Tentakel drüber geschwommen. Auf den einen. Mag er nicht so gerne. Was ist da hinten? Oh Gott, sie sind erschienen, oder? Er fährt seinen Meeresdödel aus. Sein Meeresding. Sein Meeresding doch. Alter. Wir gehen die Lichter an oben in der oberen Etage. Wir haben ein Skeletor. Forgotten sailors, forsaken by the ferryman and marooned back. Moment mal, die Geister gehören ja auch dazu. Moment mal, ist das jetzt ein Zufall oder gehört das dazu? Das gehört dazu, denke ich mal. Weil die Geisterschiffe sind sonst beim Red Hat. Okay. Arbeitet ihr mit dem Red Hat zusammen? Ready the cannons! Ja, aber what? Aber die können wir doch nicht bezwingen, die sind richtig strong. Schieß links. Habe ich den bezwungen? Ja, Geisterschiff versenkt, steht oben. Kommt noch eins. Da ist aber schon der Hans-Sparrow dran. Hier, das hier. Oh, keine Money. Wow! Wow, ich bin fast tot. Wir brennen, ess deine Nüsse. Alter, oh mein Gott, hier unten ist alles am über... Oh mein, what? Ich brauche Hilfe. Okay, warte. Hier sind 20 Löcher drin. Ah, weil die Fässer nach hinten abschmeißen. Ich muss lenken. Hey, ja, ich ertrinke. Ich muss lenken. Ich brauche Hilfe. Schippen. Löcher sind zu. Schippe und lösche. Hingen wir noch mehr ab? Ja, da sind Löcher wieder aufgegangen. Oh, verflucht. Guck, ob du schießen kannst. Moment, ich mach die Löcher ganz kurz noch hier. Das eine mache ich jetzt noch. Ja gut, wir müssen nicht beide dasselbe machen, sonst kommen wir nicht. Es reicht, wenn einer unten baut. Wow, okay. Der Mast, reparier den Mast. Hans Sparrow schießt. Kann der irgendwo drauf? Nee, ne? Im Moment nicht, oder? Na doch, wir fahren wo drauf! Oh shit. Ich repariere den Mast. Ich versuch's. Heißt auf den Mast, der ist doch noch oben. Solange er oben ist, ist es egal. Okay, ich mach hier unten wieder gerade was frisch. Mach unten frisch, ich fahr oben. Fahr uns hier raus. You can always choose eternity aboard the Dutchman. Okay, der Mast ist frisch. Hast du ihn gerade repariert? Nein, ja doch, vorhin gerade. Also schon länger her. Ich weiß nicht, aber nochmal. Rechts. Moment. Boah. Okay, Hans Sparrow ist dran. Hab eins. Versenkt, da kommt das nächste. Droppen die irgendwas? Nee, ne? Ich weiß nicht, doch, da schweben Geister, die droppen was. Haben es, ich hab's hier nicht. Jetzt aber. Wie sieht's unten aus? Ey, wir müssen uns mal so eine Kiste holen, vielleicht auch für Muni. Oh, unten. Krieg ich hin. Ja, mega viel Muni. Wo ist die Vorratskiste? Krieg ich hin. Wir haben ein paar Löcher, aber im Großen und Ganzen sieht's gut aus. Okay, linke Seite, linke. Moment, ich bin noch unten. Die waren in ihre eigenen Fässer.
Oh Mist, ich hab keine Muni. Jetzt. Hat der gerade wieder neue geholt? Oder verschwinden die jetzt? Pirates were not so arrogant. A husk of wood and metal is all that stands between you and the ice. Boah, da haben diese Geister rumschweben. Ja, das holen den Kram. You claim mastery over the sea, oh. Mastery over the sea, oh. Da ist auch noch irgendwas im Meer. Vielleicht hole ich mir das mal. Geisterkisten. Mein Gott. Okay, wir schwimmen direkt auf eine zu. Ich guck mal, was da so drin ist. Welcome, brethren. Stopp! Anker mal! Hast du geankert? Reis? Reis? Was ist das? Reis? Ich hatte gerade einen kurzen Hustenanfall, was ist passiert? Ich hab gesagt, Anker mal. Oh, jetzt bin ich ewig weit weg. Ich bin und bei den Geistern. Weil da neue Geister kommen. Ich mach drüben bei den Geisterkisten. Mach einen Hard Turn. Das ist Vorräte. Richtig dick Vorräte. Also keine Schätze, aber gut Vorräte. Was ist jetzt hier los? Warum hat der auf einmal hier so eine riesige Meerjungmuschelmannfrau? Ja, eben. Riesige Meermuschelmänner. Wir kommen zu dir. Sehr gut. Denn die Geister des Davy Jones Unterwäschespins jagen mich. Drück mich unter das Meer. Boah, das wird eine harte Nummer, glaube ich, den zu bezwingen. Ich glaub, wir müssen alle Geisterschiffe loswerden, ha? Soll ich ankern? Ja, anker mal kurz. Oh mein Gott, oh mein Gott, hier kommt voll die Salbe. Da ist noch eine Kiste unten, ne? Okay. Pull die schnell. Die Lagerkiste der Verdammten. Okay, Jack ist hier wieder am Shooten. Oh mein Gott, die schwimmen direkt auf uns zu. Anker raus. Dauert. Mach einen Turn, dass ich hier von rechts die wegschießen kann. Wir stehen aber gerade voll links, weil... Ja, links noch ein bisschen läuft gerade. So, du meintest links. Ach so, ich meinte links, ja. Ah, komm ich nicht ran an die. Na, hinterher ist auch super gefährlich. Wenn ich lieber da hinten... Oh. Ah, jetzt treffe ich vielleicht. Ah, ganz knapp. Ganz knappes Ding. Wie viele sind das denn? Boah, da vorne sind noch mehr von denen. Wie geht's unserem Schiff? Ist da irgendwo Wasser? Ist das trocken? Ja, so jetzt ist trocken, du. Linke Seite. Links bin ich ran. Linke Seite, kommt ein großer direkt vor uns. Boah, der Wellengang ist so ekelhaft. Ja, das ist das Leben. Aber du hast den da hinten getroffen. Nice, und den anderen habe ich weggeholt. Den da hinten noch treffe? Ja, sieht gut aus. Obwohl, weiß ich nicht, der sah gut aus, oder? Der sah gut aus. Ja, der sah auch gut aus. Die sehen alle gut aus, aber irgendwie... Ja, irgendwie treffe ich nicht. Two hands. Wer macht's mit zwei Händen? Sau. Ist das nicht illegal in einigen Ländereien, die Doppelhand? Ich weiß es nicht. Gott, das ist... Müssen wir die alle besiegen? Hat ja wirklich alle geholt, der alte Davy, ne? Davy Croc. Oh, das sprengt fast. Ja, ich bin dran.
Komm schon. Oh, ja. Doch, versenkt. Ja. Links, links jetzt. War ein Treffer. Und noch eine. Komm schon. Ja. Okay, versenkt. Uiuiui. Boah, der hat sich hart gestoßen hier. Er hat aber schon wieder eine Spalte aufgespalten. Was für eine Spalte? Müssen wir auf diese roten Puppels. Er hat schon wieder neue geholt. Kaum hast du ein paar besiegt, sind schon wieder neue da. Oh, 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 ich drehe rechts, rechts, rechts. Bin dran. Ist das Ding erledigt? Vorsicht, da kommt ein dicker. Wow, 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 ich bin unter Deck und guck mal nach. Nee, alles gut. Alles gut. Hinten rechts ist noch einer. Links, 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 links. Oh. Ich versuch zu drehen, aber. Ah, ganz knapp. Kann ich drehen? Ich drehe nach links, aber irgendwas ist hier. Ach, das Ding ist kaputt. Was ist kaputt? Mein Steuerrad, was ich repariere. Wow, 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 da kommen sie links. Au! Kann halt gerade nicht lenken wegen kaputt Steuerrad. So. Wo sind sie, wo sind sie? Links, rechts, überall, ey. Überall. Oh, von rechts kommt er richtig tight. Wenn ich mal gerade den da weg. Eigentlich müsste ich den treffen. Oh mein Gott! Der Rode! Der Rode! Hab gleich wieder ein. Wie gehört das zur Quest oder ist das nur Zufall? Ich weiß es nicht! Aber David Jones redet ja die ganze Zeit und erzählt Geschichten. Wie sieht's unten aus? Rechts kommen wir nicht. Okay. Achso, ich guck, irgendwo ist ein Loch, glaube ich, weil hier ist. Irgendwo kommt Wasser rein, aber ich weiß nicht wo. Ah, da hinten. Oh, 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 da hinten ist ein Doppelloch. Uiuiuiui. Der Fährmann will ihm irgendwie die Klaue schrubben, hat er gesagt. Wenn das vorbei ist. Die Klaue. Okay, vielleicht habe ich den nächsten. Noch einer. Ja, da kam der Wellenstoßer hier irgendwie. Ah, ich habe ihn nochmal getroffen. Ah, ganz, ganz knapp. Schau mal ganz kurz unter. Oh, wir laufen voll. Löcher unter Deck, kümmere mich drum. Alter, wir sehen da unten so zerschrubbt aus wie eine bulgarische Mitte nach der Mittagsschicht. Alter! Hey, der ist weggeholt. Irgendwann müssen doch die Geisterschiffe mal leer sein, oder nicht? Das da hinten sieht richtig zerkaut aus, das Ding. Aber, oder müssen wir da irgendwie rein in den Seemanns-Ding? In den Klabauterschlot, meinst du? Wenn wir versuchen, da mal reinzufahren in die rote Bubble? Können es versuchen. Achtung, Klabauterbälle. Ich will den einen da vorne, aber kriegen wir anscheinend gerade nicht. Du meinst da jetzt zu dem komischen Mermaid? Ja, sollen wir da mal reinfahren? Fahren wir halt mal rein. Wenn wir da reinfahren können, ich weiß es ja nicht. Ja, eben, ich weiß es auch nicht. Entweder wir zerschellen. Aber die können da reinfahren. Hab wieder einen zerlegt. Logbuch aktualisiert, ich weiß es halt nicht. Liegen da überall Vorratskisten. Wir saufen jetzt ab, wenn wir reinfahren. Keine Ahnung. Okay, wir sind drin. Kann man das Ding zerbomben? Leg mal Anker oder so.
Mach mal Anker hier. Oh. Der ist auch kaputt. Unser Anker ist auch kaputt. Ja, ich glaube, wir müssen das abschießen. Stehen wir so, dass ich nicht treffen kann. Shit, wir müssen drehen. Ja, ja, ich muss nur mal gucken. Pass auf, da schießt irgendwer, oder? Ich muss eben den Spill reparieren. Ich muss eben gerade ganz kurz hier unten eine kleine Verkorkung vonstatten finden lassen. Ja, jemand schießt drauf. Irgendjemand shootet. Ich hab einen leichten Spilly Turner. Achtung vor uns! Oh. Jetzt, ich treff's. Ah, keine Muni. Ah, Mist, ich treff's nicht. Ganz knapp. Ich muss den Rumpf reparieren unten. Ja, nochmal ein Treffer. Ja, ich hab's zerstört. Okay, gut, gut. Fahren wir irgendwo gegen? Ja. In der Tat, ja. Scheiße. In der Tat. Ich muss reparieren, ich bin unten im Reparieren. Überall kommt Wasser rein. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Reparier du, ich bin am Steuer. Okay, alles gut. Unten ist wieder alles gut, glaube ich. Ich fahr uns in die nächste Red Bubble. Die Lagerkiste hier, ist noch Zeug drin. Was ist hier drin? Kanonenkugeln. Alter! Der Hans Sparrow, du. Okay, okay. Kann man durch so ein Geisterschiff durchfahren? In der Tat kann man dann. Oh, oh nein, kann man nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Cannonballs. Ich fahr uns jetzt direkt zum Roden. Okay. Haben wir keinen Wind, wir haben nur Gegenwind, ha? Huh? Ja, jetzt gerade schon. Okay, konzentriert euch gleich auf das rote Ding. Guck immer mal wieder rein, wie das Wasser da unten aussieht. Hier drüben sind, by the way, ziemlich viele Vorräte. Was hat er gesagt? Sei Wuster schon? Wuster Sauce? Seine Wuschester Sauce? Wuster Sauce. Boah, was geht hier unten ab? Wuschascha Sauce. Wuschascha Sauce. So nennt man das doch oder nicht? Wuster Sauce. Ich sag mal Wuster Sauce. Meine Wusterwurst. Hier, jetzt konnte man drauf Buchanan. Achso, okay. Auf der anderen Seite. Jack schießt, also, oder? Jack schießt irgendwo. Ja, nee, aber hier, hier, hier. Ich muss Kanonenkugel mitnehmen. Schnell, geh ran. Wird geladen. Halt's drauf. Der Seemanns-Raid hier. Ja, der Seemanns-Götzen. Wir haben ihn bezwungen. Oh, da hinten wieder ein bisschen Saft ins Boot. Falsche Taste, ich bin verwirrt. Panik. Du kannst jetzt nicht verwirrt sein. Unterdrücke die Verwirrung. Was geschieht nun? Fortschritt ist gespeichert. Öffnet Vulven. Meereswulven. Dekamenta? Guck mal, wie viele Geister da hinten rumschweben. Wir haben einige Schiffe versenkt. Boah. Klar, ja. Da kommt wieder einer. Och, nö. Götzententakel, Mann. Nur einer oder wie viele kommen da nochmal? Ich weiß nicht, rechts sehe ich einen aufsteigen gerade. Zack, da ist einer. Brauchen wir noch Kanonenkugeln so? Weil hier wird jetzt eine Kisch so auf dem Weg. Oh, hier direkt links neben uns ist auch noch einer gespawnt. Willst du hier was mitnehmen? Ich versuch's. Da ist noch eins. Vorne. Der Harpy? Nee, müssen wir stärker links. Ich meine, das ist vor uns, das da. Guck, da. Ich meine, die Götze. Wir müssen glaube ich, eh in den roten Kugelbereich. Meinst du? Weiß ich nicht. Jetzt kannst du treffen. Jetzt müsstest du treffen. Nee, nee, nee. Ich komme nicht weiter nach rechts. Ich kann nicht weiter nach rechts. Warte. Ja, so.
Der Aufstieg, the Black Pearl. Gib ihm. Alter, was kommt da hinten für ein riesiges Schiff? Mir fehlen Kugeln. Schnell, hol Kugeln. Ja, die Black Pearl ist da. Ist sie auf unserer Seite? Welche Geschichte ist die? Ja, die Black Pearl ist unser Schiff. Ja, müssen wir nicht Davy Jones wegnehmen? Naja, keine Ahnung, ob er sie sich genommen hat. Nee, der war ja nicht auf der Black Pearl, der war ja auf seinem Schiff. Dem oh, geil, die Leitschiff. Cannonballs. Nee, guck mal, die fetzen sich. Die Pearl ist auf unserer Seite. Okay, nice. Wir kriegen Pearl Support. Wir haben uns den Katalog rübergeschickt, ob wir was brauchen. Kennst du noch den Pearl-Katalog? Ja, ja. Wann waren die penetrant? Laufen wir voll? Guck mal bitte unter Deck. Wir haben Freunde an Bord. Kreis, wo bist denn du? Wie, wir haben Freunde an Bord. Ja, hier. Oh, Kacke. Und wir laufen voll. Ja, ich mache Repairs. Okay, du reparierst, dann bleibe ich am Steuer. Nein, hier ist Algo. Algo? Algo, der freundliche Mann. Ich habe keine Muni in meinem Okay, ich muss steuern. Übernimm du Algo. Au! Warum mich, Algo? Da ist noch ein Muschelmann. Hinter dir ist ein Muschelmann. Oh shit, der Muschelmann. Okay, halt du den Kurs. Ist eine Banane. Muss mir schnell Munition holen. Ich hab nämlich keinen Muschelspritz mehr im Horn. So. Wir kommen zum nächsten Götzen. Okay, auch zum nächsten Götzi. Oh ne, das sind ja Felsen. Oh, es wird schwierig. Ich glaube, wir werden uns hier ein bisschen aufschrubben. Ah, wohl, vielleicht krieg ich's noch hin. Das ist noch ein Felsen. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ich gehe weiter. Alter, super knapp. So, jetzt lenke ich ein bisschen ein. Reload the guns. Ja, so ist brav. Ah, die Pearl. Da, 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 da. Ich muss leider die Musik ausmachen. Okay, den habe ich wieder. Hast du Musik an? Ich habe Musik an. Keine Ahnung, ich denke, ich werde es hinterher, wahrscheinlich werden wir es auf eine Stunde Episoden oder so. Also, ja, keine Ahnung, was alles jetzt kommt. Jetzt sind wir so drin, jetzt kannst du auch nicht mehr raus, ne? Aber ich habe die Musik ausgemacht, weil ich hatte da so Probleme. Das ist mir einfach wieder zu heiß. Besonders bei größeren Kanälen langen die gerne zu und sagen, ey... Krötenman! Muschel! Muschelmensch! The Moo! Und wir rammen gleich die Pearl! Oh Gott! Wir rammen die unten, Pearl! Unten, 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 Lenk, unten! Ich steuer! Lenk, ich mach Bretter! Moin, Pearl! Moin! Moin! You will have all eternity to regret this bit. So, wir werden es da gleich rein wuchten deswegen, können. Du brauchst immer noch einen Yogi. Ne? Normalerweise müssten wir... Was macht ein Joan eigentlich? Wir brauchen jemanden, der dauerhaft das Schiff repariert. Joan macht irgendwelche niederen Affenarbeiten. Gürtelstricken. Gürtelstricken. Ja, er ist eine russische Gürtelstrickfabrik. Strickfabrik. Oh, die ballern auch drauf. Boah, was die draufhämmern. Hämmer mit drauf. Weiter schießen! Ja! Ja! Dreh rein! Komm schon! Yes! Da 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 ich bin besser als die Originalmusik. Da 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 da. Oh, die See steigt. Da kam direkt so ein Beamter und hat gesagt, hier, ihr Diplom, Herr Jor. Mal eben Hardturn machen, wie sie sagen, ne? So, ja, ja, jetzt schon geradeaus. Ein bisschen Luft. Nee. Natürlich nicht. Kalypso-Eis. Es ist auch noch die MS Nestle mit drin. Die MS Nestle ist von Disney. Mann, jetzt will auch noch Nestle hier was aus dem Pott. Die bedienen sich bei uns, sage ich dir. Alle wollen was. Haben gehört, Klicks gibt's da zu holen.
Oh, guck mal, da drüben funkelt's. Schatz. Come back to me. Hey. No. The point of no return is long since past. We are at war. Ah, der alte Davy. Einen guten Parley hat er ihm noch gewünscht. Einen guten Parley. Ein Parley? Ein Parley? According to the code set down by Morgan and Bartholomew. Do you not see my sweet Calypso? You cannot invoke. War da in die Nähe von der Kiste oder so, dass ich gucken muss? Vielleicht kriege ich sie mit der Harpune noch. You are not a pilot. Ah, Mist. You are a monster. As am I. As am I. Was? Das war ein Treffer. Love with the plum in the dark night. Your son Gabriel come in. My wife says no, but I say, you need to watch. You need to learn. Like I have from my father and his father. You see where your courage has led you, Jack Sparrow. Long, painful love. Oh nein, wir kollabieren. Two issues, mate. One, our heavens will already be dead. And two, Captain Jack Sparrow and his friends are not alone. Ey, das ist so richtig Disney, ne? Captain. Oh, was ist das? Wow. Das sind unsere Männer. Ja, und die rammen direkt in uns rein, weil sie direkt auf uns gespawnt sind. Pendergas. Oh, guck mal, da sind die ganzen Symbole hier von. Oh, aber ist die Regenbogenarmee? Da hinten! Ah, okay, Jungs, ihr seid auch da. Wo ist der Rainbow Club? Wir machen den Regenbogenzug und ich schieb von hinten. Jut, was heißt es von hinten? It's time we showed this dark brethren what it really means to be a pirate. Jetzt kam wieder diese Simpsons-Folge, wenn diesem Stahlwerk dann. Achtung, das heißt es von hinten. Du hast einen Funken im Haar. Mach ihn weg, mach ihn weg. Ja. Dad, warum bringst du mich in ein schwules Stahlwerk? Ich weiß es nicht, mein Sohn. So, Mittagsschicht ist vorbei. Wer hat arbeitet, da feiern. Dun, 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 dun. Everybody dance now. Dun, dun, dun. Achtung, Geisterschiff rechts. Und links, da sind mehrere. Müssen wir die auch bekämpfen? Achso. Steuer. Einer muss steuern. Oh. Es war ein nasser. Nass-Shot. Hat er uns genass-Shot? Es war Nassau, Nass-Shot. Oh, Nassau, Alter, hier. Ganz, das nesselt schon. Das nesselt im Nassauer Tal. Meine Wunden nässen. Meine Wunden sind wieder am Nässen. Nesskle nesselt meine Wunden. Meine Wunden nässen. Wow, wir werden hier hart getroffen. Wer ist denn jetzt eigentlich von uns? Die, wo weniger leuchten, sind uns. Und die, wo stark leuchten, sind seine. Hier, 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 jetzt schön, schön. Kannst du. Nee, der gehört doch gar nicht unten. Achso. Also. Moment, Moment, Moment. Jetzt sind die da mitten im Krieg mit dem alten Davy Jones. Und du bemalst immer noch diesen Jackhoden? Ja, ja, gut. Also, das ist eine Kokosnuss, hat der Verkäufer gesagt. Kannst du nicht einfach die Geschichte zu Ende erzählen? Der Mann ist das hat möglich? Gesagt, leck die Nuss, wenn du wissen willst, wie es weitergeht. Aber ich will diese Nuss nicht lecken. Ich will die Geschichte hören. Was wird aus Davy Jones? Na gut, da musst du am Daumen saugen. Dann wirst du die Zukunft sehen.